Moin Leute, wir kommen zu Teil 2 vom Geländeturnier in Hamrinan. Ich bin dort eine E4-Sättigkeit geritten mit Dobby und Rocky. Und ja, wir gehen hier jetzt gerade den Parcours ab. Da sieht man schon so ein paar Sprünge. Und ja, hier ist schon ein ganz schön dicker Sprung, sag ich mal so. Der war für eine E4-Sättigkeit schon gar nicht schlecht. aber ja, wie wir das gemeistert haben, das seht ihr jetzt gleich. Als erstes ist Rocky an den Start gegangen. Und ja, genau, wie man sieht, wir hatten eine Helmkamera dabei. Das war einfach mega cool. Ich finde, das ist immer so eine coole Perspektive. Und wir haben unsere Kamera auch echt lang schon nicht mehr benutzt. Die ist nämlich auch schon relativ alt. Und den Ton, den hört man auch nicht so gut. Deswegen vertone ich das jetzt eben auch. Natürlich wurde auch das ein oder andere vom Boden aus noch mitgefilmt, also könnt ihr alles mal ja, so ein bisschen sehen. Aber es ging auch so richtig durchs Gelände, wenn man das so sagen kann. Also wir sind so richtig auf andere Plätze geritten. Das finde ich immer mega, mega cool. Das macht irgendwie Gelände auch so richtig aus, als wenn man nur so ja, auf einem Geländeplatz sozusagen im Kreis reitet. Das ist so mit so richtig Strecke schon viel, viel cooler. Und auf der Strecke, wo es dann sozusagen hinten in den Wald rausging, da konnte ja auch nicht überall jemand stehen und filmen. Deswegen ist die Helmkamera auch immer sehr, sehr hilfreich. Ja, auf jeden Fall sieht man, Rocky hatte richtig Power. Das hat mich natürlich richtig gefreut, weil ja, ich hatte ein bisschen Bedenken, dass er vielleicht nicht schnell genug sein wird, um eben in die Bestzeit zu reiten. Aber das hat alles funktioniert, aber dazu gleich mehr. Und ja, hier sieht man nämlich jetzt auch schon, wir reiten weg vom eigentlichen Geländeplatz und haben hier jetzt richtig schön Strecke vor uns und konnten auch richtig Gas geben. Das finde ich richtig, richtig cool und es hat auch mega Spaß gemacht. Und ich glaube, Rocky fand es auch richtig cool und der war nämlich auch mega zufrieden. Kommen wir jetzt dann auch gleich zu dem Sprung, der schon ja, relativ hoch war für ihr Gelände. Aber Rocky hat das alles super gemeistert. Das hat mich natürlich mega gefreut. Und es war einfach so niedlich. Ich habe ihn halt nach dem Sprung ganz toll gelobt und ihm gesagt, wie lieb er das macht, so herum. Und es ist so niedlich, wie der sein eines Ohr mal nach hinten nimmt. Ah, ausgerechnet, das sieht man natürlich jetzt nicht. Da war jetzt nämlich gerade nicht die Helmkamera an, aber auf jeden Fall, hier ging es dann auch über so eine Brücke. Das hat Rocky auch mega lieb gemacht. Und ja, ich war einfach schon richtig zufrieden. Und dann geht es hier jetzt wieder zurück Richtung Platz. Wir konnten jeden Sprung so richtig schön im Fluss mitnehmen, so wie das natürlich auch soll. Also das hat echt einfach perfekt funktioniert. Dann ging es jetzt auch noch mal zu einer kleinen Aufgabe und zwar ja, zum Wasserkomplex sozusagen. Über einen kleinen Baumstamm ins Wasser rein. Das hat Rocky ganz brav gemacht. Aber Rocky durfte ja vorher auch schon mal den Parcours sozusagen abgehen. Also wir durften ihn einmal durchreiten im Schritt. Und deswegen war das auch sozusagen selbstverständlich für ihn, obwohl er da generell eigentlich jetzt auch keine Angst vor hat oder so da reinzugehen. Zum Glück. Und dann gehen wir jetzt hier gerade noch ein Stückchen über die Rennbahn und kommen dann jetzt hier zum letzten Sprung. Der war auch nochmal schon relativ anspruchsvoll, aber Rocky hat es sehr gut gemacht. Dann waren wir im Ziel. Wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Wir waren, glaube ich, irgendwie so 10, 15 Sekunden unter der Bestzeit. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und dann ging es weiter mit Dobby, der kleinen Rennmaus. Hier vorne sieht man schon, ich schaue auf die Uhr. Dann laufen die Sekunden ab, wie viel Zeit ich noch habe, bis ich starten darf. Und dann geht es gleich los. Dobby ist natürlich immer richtig on fire und freut sich natürlich schon mega. Ich finde, bei Dobby sieht man hier jetzt gleich auch ganz gut, dass es schon deutlich schneller als Rocky unterwegs ist. Das ist wirklich Speedy Gonzales. Aber das ist natürlich auch gut, weil so bekommt man natürlich hoffentlich dann auch keine Zeitfehler, wenn alles gut läuft.
Nur muss ich ihn dann hier jetzt auch vor der Wendung ein bisschen aufnehmen, dass wir jetzt nicht so durchschleudern. Und bei Dobby war es so, dass er nicht den Parcours anschauen konnte, weil ja, ich konnte halt nur mit einem Pferd durchreiten. Wir hatten sozusagen eine halbe Stunde Zeit. Und in der Zeit schaffe ich es eben nicht, mit zwei Pferden da durchzugehen. Aber für Dobby dachte ich, wäre das auch nicht so ein großes Problem. Deswegen habe ich mich für Rocky entschieden, weil Dobby war schon mal auf dem Platz und Rocky eben nicht. Und ja, generell eine E-Vielseitigkeit ist für Dobby jetzt auch nicht so ein großes Problem. Der ist ja auch schon in A-Gelände gegangen. Und ja, deswegen war es eben so, dass er das noch nicht kannte. Aber das meiste war auch kein Problem. Wie man sieht, Dobby ist auch immer ganz, ganz aufmerksam. Es ist einfach so niedlich. Mit Dobby geht es jetzt auch über den langen Weg und ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dass ihr jetzt gleich guckt, weil da vorne stand eine Frau mit einem Hund und mit so einem Scooter und so. Und hier vorne stehen jetzt auch noch mal so ein paar Personen. Aber das fand er gar nicht schlimm. Er hat jetzt hier ein bisschen eher geguckt. Er läuft mir jetzt gleich ein bisschen rechts Richtung Feld. Ich hatte schon Angst, dass er da reinläuft, weil, wie gesagt, er war hier hinten noch nicht. Er konnte sich das nicht anschauen und es war schon, dann ein bisschen spooky, wenn da so ein großer Rettungswagen auf einmal hinter der Ecke erscheint. Aber der hat es auch ganz brav gemacht. Und ja, ich war echt richtig zufrieden. Jetzt gleich hier, wo es über die Brücke geht, hat er sich auch erst so ein bisschen klein gemacht und geguckt. Aber ich habe ihm dann sozusagen Mut zugesprochen. Da ist er da auch ganz brav durchgegangen. Da ging es auch gleich weiter. Alles ganz brav gemacht. Hier muss ich ja noch mal ein bisschen an Tempo rausnehmen. Wie man sieht, er schießt hier ganz schön um die Kurve. Aber es war sehr gute Bedingungen und von dem her ging das alles sehr gut. Jetzt sieht man hier nämlich den kleinen Nachteil, dass er nicht den Parcours angucken konnte. Er hat ganz schön geguckt am Wasser. Das war richtig knapp. Aber er ist doch zum Glück noch so halb aus dem Stand gesprungen. Denn wir lagen ja auch nach der Dressur, nach dem Springen auf Platz 5 und dementsprechend wollte ich natürlich auch sehr, sehr gerne Null reiten, damit wir eben eine Chance auf eine Platzierung haben. Und das hat eben auch sehr, sehr gut geklappt. Wir haben uns sogar noch einen Platz vorgearbeitet. Dobby und ich konnten am Ende Platz 4 erreichen. Hat mich mega, mega gefreut. Und mit Rocky habe ich mich von Platz 14 auf Platz 10 hochgearbeitet und er konnte sich ebenso noch platzieren. Hat mich mega gefreut. Ich trab den Dobby hier jetzt noch ein bisschen aus. Er hat das richtig, richtig klasse gemacht. Hier sieht man noch die Platzierung. Und ja, genau. Es war mega spaßig und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Mal etwas anderes mal wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.